Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Sehr schön, lass mich mal bitte hier gerade durch. Oh Gott, dieses System hier. Ja. Ich glaube, ich brauche echt die Shotgun dafür. Eigentlich. Obwohl das doch ganz gut geht. So. Das braucht nur unglaublich viele Ressourcen. Moment, ich stelle mich mal gerade hier drauf. Lol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 . So, das war gut. Jetzt sollte ich... Einmal Stahlträger. Scheiße. Lass die schon mal produzieren. Warum habe ich denn so wenige Stahlträger? Müsste ich da eigentlich voll viel von haben. Haben wir eigentlich genug Strom? Nein. Moment. Wir müssen doch jetzt hier irgendwo Panzer durchbrechende Munition. Patronenschaden. Kugelschaden. Flammenwerfer. Aber sowas von. Okay, wir haben gerade ganz andere Probleme. Mir fällt nämlich gerade auf, wir haben nicht genug Strom. Wie man das hier sehen kann. Warum? Der hier liegt nicht nach oben und nicht genug nach oben um. Okay, das heißt, wir müssen... die Menge hier deutlich verstärken. Was habe ich hier auch gemacht, Alter? Ah, nicht genug Komponenten. Moment, warte mal. Ich muss mich mal gerade ein bisschen sortieren. Wir müssten doch hier irgendwo Stahl ohne Ende haben. Stahl! Moment. Ja, genau. So, dann machen wir jetzt nämlich mal gerade eine Stahlspitzdingens. Kann ich die irgendwie vernichten? Guck mal hier, bitteschön. So. Oh, jetzt hat er sie da draufgelegt. Egal. Das heißt, wenn ich jetzt diese Dingenshacke hier reinmache, sollte alles ein wenig was schneller gehen. Sehr schön, das ist schon mal ein guter Anfang. So, dann holze ich nämlich mal gerade das hier raus. Oh ja. Nein. Ja. Okay. Wir brauchen nämlich deutlich mehr Kohle im Durchsatz, weil das ist ja schlimm, wenn das da oben die ganze Zeit pleite geht und wir irgendwann keinen Strom mehr haben. So. Kommt weg. Okay, das auch noch weg. Ich mache das direkt, wenn ich es einmal neu mache, mache ich es auch direkt komplett neu. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Hallo, abbauen. Idiot. So, sehr schön. Wie sieht das jetzt hier aus? Haben wir hier erstmal... Oh, ich glaube, das war es jetzt gleich mit Strom erstmal. Oh, die Produktion ist aber wieder da. Komisch. Okay, die Abbaugeräte. Und zwar müssen wir da oben anschließen. Das heißt, wir können hier schon mal das erste hinbauen. Genauso wie hier. Und hier auch. So, das ist schon mal gut. Okay, das heißt, ich muss davon noch welche bauen. Mach mal alle fünf. Jetzt müssten die Notstromgeneratoren oben eingesprungen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das war es jetzt, glaube ich, auch damit. Die Solarpaneele stellen jetzt noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, die sind ratzeleer. Ja, die Akkus sind jetzt schon leer. Okay, das ist nicht gut. Ja. Alles ist hier in Slow Motion. Verdammt, die produzieren gerade nur noch. Aber okay, alles in Ordnung. Jetzt habe ich meine fünf Geräte hier. Nee, so macht es mehr Sinn. Ach Mann, Alter. So. Kohle plus 90, plus 1. Leck mich doch am Arsch. Wie nah muss man denn da dran stehen, ey? Mann! Oh, er wurde oben einsortiert.
Guck mal, die können sich den alle gar nicht nehmen. So wenig Strom ist drauf. Boop. Wie viel Strom produziert jetzt ein einziges Stück Kohle? Oh, ganz schön viel Kilowatt. Und das war's schon wieder. Ach ja, warte. Jetzt brauche ich hier noch die anderen Fließbänder. Sehr schön. Ach, ich kann das Ganze auch kompakter bauen, echt. Felix, bau es doch direkt kompakt. So. Das heißt, wenn wir die jetzt hier... Und der ist aber ganz schön langsam dran. Wenn wir die jetzt mal hier anfeuern... Verdammt. Jetzt kriege ich hier noch nicht mehr so einen blöden Pfosten hingebaut irgendwo, der die jetzt irgendwie antreiben könnte. Ah, leck mich doch hier. So. Jetzt kriege ich die in der Mitte aber nicht. Doch, Moment. Hiermit. Nee, auch nicht. Goddammit. Ja gut, dann muss der halt weg. Meine Fresse. So. Sehr schön. Naja. Schön. Ah, eher nicht. Was geht denn hier so runter? Oh, die Produktion von der... Die Produktion von den Solarpanels geht gerade runter. Und das war's mit Strom. Hm. Okay, ist dann nun mal so, ne? Okay. Damit sollten wir jetzt auf jeden Fall genug Kohlenachschub erstmal wieder haben. Pass auf. Ich tue jetzt mal hier ein einziges Stück Kohle rein. So, und das wird das ganze System jetzt wieder beleben. Na, okay, wird es nicht. Ja, komm, wir machen zwei an. Hier sieht man, Leistung geht deutlich nach oben. Naja, deutlich in Klammern. Da kommen die ersten Stücke Kohle. Werden hochsortiert. Die sind alle viel zu langsam, sich den zu nehmen. Und damit geht jetzt der zweite an. Und jetzt langsam fährt das ganze System, wie man hier oben auch sieht, wieder hoch. Na, das ist schon lustig. Ah, wie man sieht, sie werden immer schneller. Wir brauchen jetzt nur halt den nächsten, der feuern kann. Da kann der nächste feuern. Temperatur geht weiter nach oben. Oh yeah. Und damit sind sie jetzt langsam... Da nehmen sie sich jetzt vernünftig. Und damit müsste ich jetzt eigentlich alles nach oben schießen. Oh ja. Und geht danach erstmal wieder runter. So, ich bin jetzt gespannt. Elektrizität steigt auf jeden Fall. Immer, immer weiter. Oh, warte mal. Währenddessen können wir mal gerade irgendwas laufen lassen. Nicht, dass das jetzt auch noch Strom kostet. Wo sind denn die Labore? Dunkelrot. Puff. Ja, auf jeden Fall füllt es sich jetzt. Ich habe übrigens eine Idee. Ah, wir haben nicht genug. Ich muss mal gerade was holen gehen. Auf jeden Fall füllen sich jetzt alle. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.
So, ich hätte mal gerne einen schnellen Sortierer. Boah, braucht der lange zum Produzieren, Alter. So, wir sind auf jeden Fall wieder am Leist. Ja, alles super. Scheint perfekt zu sein jetzt wieder. Ja. Oder brauche ich jetzt tatsächlich noch mehr von denen? Ja, ich weiß es nicht. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den hier ersetzt kriege. Durch einen von diesen schnellen Wechseln. Oh yeah. Ja, das sieht gut aus. So. Schnelles Teilerfließband. Ich muss auch mal ohne Ende... Was braucht man denn dafür? Eisenzahnrad und Fließband. Wir haben ohne Ende Fließbänder hier. Und Zahnräder, ich weiß nicht. Naja, eher so meh. Warte mal. Wir haben auch wieder kein Eisen. Schlimm. Einfach nur schlimm. Auf jeden Fall funktioniert das System hier ganz gut. Oh yeah. So. Mach die mal alle. Alter. Ich glaube, wir machen das mal etwas anders. Und zwar... Ich überlege gerade, sollen wir uns hier einfach... Weil guck mal, wir haben hier so viele Zahnräder. Ich glaube, ich baue mir hier mal gerade einen kleinen Nebenzweig, der nur schnell Dingens produziert. Warte mal, wie machen wir das denn? Pass auf, dafür nehme ich mir mal diese Dingensmaschinen. Hupsala. So. Felix, das ist ineffizient. Nee, wirklich. Gerade ein Kommentar zu Factorio. Ich weiß. Das ist völlig normal. So, warte mal. Wieder. Jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept hier gebracht. Montagemaschine. Bauen wir davon gerade mal eine. Wenn wir uns die jetzt nehmen. Und die hier hinsetzen. Und die soll diese roten Fließbänder herstellen. Brauchen wir Fließbänder und Eisenzahnräder. So, das heißt ja, ich kann mir mit einem intelligenten Greifarm hier nur die Fließbänder rausnehmen. Sehr gut. Das heißt, der hat die jetzt schon mal. Okay, und dann brauchen wir noch eine zweite Dingensmaschine hier. Diese. Ich muss übrigens mein Inventar auch nochmal aufräumen. Ich weiß, zum Beispiel kann der ganze Müll hier raus. Die auch. Okay. Wenn ich das jetzt erstmal da hinsetze, kann ich das so machen und dann einen elektrischen darüber. Und du sollst produzieren Eisenzahnrädchen. Sehr schön. So, jetzt verkürzen wir diesen Weg hier mal gerade. Sehr schön, das ist gut. Und dann machen wir einen auf diesen. Das heißt, der produziert jetzt die, die gehen hier rüber, der produziert daraus die schnellen. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir nur noch eine Kiste. Wow, Felix, ganz toll. Da muss die natürlich hin. Und die braucht auch noch, die Dinge braucht auch noch Strom. Und hier kommen jetzt die schnellen Fließbänder rein. Yay, und irgendwann haben wir die ganze Kiste voll. Ich überlege gerade, soll ich es einfach voll... Ja, ich lasse es einfach voll machen. Wir haben so viele Ressourcen, also ist auch egal. Guck mal, da ist meine ineffiziente Maschine. Die eigentlich ganz gut funktioniert. Weil dadurch hier der Fluss konstant bleibt. Mhm. So, wie sieht denn das hier oben mit den Batterien aus? Wie viele habe ich denn davon mittlerweile? Da habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert.